Hallo und herzlich willkommen bei Drehmomente, dem täglichen Videoblog vom Rudolstädter Vogelschießen. Wenn ich vorstellen darf, das hier ist Resi. Und sie ist eine der Hauptdarstellerinnen im Laufgeschäft Amazonas. Der Dschungeltrip führt über einen Hindernisparcours, durch Wasser- und Lichteffekte und vorbei an lebenden Reptilien, Schlangen und Piranhas. Dabei wird vor allem auf die Umwelt geachtet. Lackierungen mit umweltfreundlichen Farben, Energiesparlampen und Ökostrom. Angelo Aktsch betreibt das Schaustellergewerbe in der vierten Generation. Weil wir ja von Generationen schon mit Tieren zu tun hatten, vom Zirkus her, von meiner Oma, Uroma, Zirkus, Tierschau und alles, das haben wir gedacht, ich habe eine schöne Kombination, wäre Lach-, Freuhaus, Spaßhaus und dann extra noch Tiere dazu, dass wir zwei Geschäfte in ein Geschäft haben. Und daher ist der Spaßfaktor höher. Da ist dann also Wasserspiele für die kleinen Kinder drin, diese Rollböden und Vibrationsböden für die mittleren und die rollende Tonne zum Lachen, wenn der Große und der Kleine hinfliegt und die echten Tiere extra als Bonus für den Kulturfaktor vom Amazonas. Ja, hallo Fans, es ist sehr heiß hier auf dem Rummel und ich will heute meine Süße, ihr wisst schon, hier überraschen und will für sie hier die schnellste Bratpfanne der Welt testen. Eclipse, ich will versuchen, die Seele dieses Fahrgeschäftes hier zu ergründen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Also ich kenne jetzt die Philosophie dieses Geschäftes, aber ich kann sie euch nicht sagen, ihr müsst sie selber herausfinden. Kann ich jetzt einen Hitzschlag kriegen? Okay, danke. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Zunft der Schausteller. Und unser Praktikant wird noch einer Mutprobe unterzogen werden. Damit sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Folge von Drehmomente.